Hey liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Folge von Cyberpunk 2077. Wir sind ja beim letzten Mal stehen geblieben, dass wir aus dem Tower hier entfliehen wollten und da starten wir jetzt mal, beziehungsweise gehen mal direkt wieder rein. Wir drücken auf Fortfahren, sind auch direkt wieder im Spiel. Mein guter Freund ist ja verletzt, liebe Leute. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier rauskommen. Hier liegt noch ein bisschen Material, was wir natürlich immer noch einsacken. Das dürfen wir natürlich auch mitnehmen. Looten, looten, looten ist immer wie immer das Zauberwort. Dann müssen wir den anderen nehmen. Ab zur Lobby. Oh ja, da sind sie wieder. Haben wir dich gleich. So, ich glaube, wir nehmen mal was Stärkeres hier. Oh je. Im Heilen hier. Oh, ein Code Red. Granate. Detektiv Code Red. Oh, oh. Boah, das war knapp. Da wollte er mich hier ausräuchern, ihr Kollege. Dich haben wir auch. Dankeschön. Hat er mir geholfen. Oh. Okay, machen wir mal eben kaputt. Da lag ein bisschen was an Loot. Dich nehmen wir mit. Du bist tot. Du auch. Alles mitnehmen. So. Jetzt müssen wir noch den ganzen Rest hier einsammeln. Hier können wir nicht lang. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Liegt noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ach, bin ich da rein? Bin ich da rein? Hier nicht rein? Ne, anscheinend nicht. Sehr komisch. Alles zu, alles dicht. So, dann geht's ab. Achtung! Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Ein Code Red? Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Los geht's, Jackie! Gott sagen, ab in die Lobby. Kratz mir jetzt ja nicht ab hier, Kollege. Was ist denn? Arasaka. 150 Jahre. Und heute. Ausgerechnet heute. Ist eine. Scheiß Komödie, oder? Naja, eher nicht, ne? Ich finde das überhaupt nicht witzig. Jack, du siehst nicht gut aus. Deine Leber ist vielleicht hin. Frage der Zeit. Sieht nicht nur nach Leber aus, sieht sogar nach anderen Blutungen noch aus. Chill, wir überleben das. Weil du das sagst? Weil du es beschlossen hast? Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern. Je, oh je. Du siehst nicht gut aus, Jackie. Ich hoffe, wir sind gleich da. Sind denn Bunker hier mal verlassen. Ja, da geht's schon wieder los. Oh, da hinten. Kopfschuss. So, diese Dreierwaffe ist auch nicht so meins, ne? Dreischusswaffe. Hab dich. Wo ist denn da noch einer? Erstmal den Kamera wegmachen. Boah, da geht ja einiges ab. Mehr habt ihr nicht drauf. Dich haben wir schon mal. Ah, nicht heilen hier. Nicht heilen. Frechheit. Halt er sich einfach hoch, ey. Ob das erlaubt ist. Haben wir auch. So, ich sind wir mal eine andere Pistole hier. Hier, dich looten wir nochmal. Wo? Boah, das war aber echt knapp hier. Wo kommst du denn her, Kollege?
Schießt! Mach! Wir sind fertig! Ist er noch nicht tot? Ne, immer noch nicht. Mein Gott, ich brauche aber echt auch echt. Jo. Als wären wir nicht sowieso schon völlig am Arsch. Warte, mich mal schnell heilen hier. Nachladen. Alles hin, was wir in Granaten haben. Oh, das ist aber ein richtiges Tier, ey. Ah, bam! Habe ich dich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nehmen wir alles mit. Was haben wir denn hier noch an Sachen gekriegt? Itemkomponenten nur. Ah, nur Itemkomponenten. Ich dachte, ich kriege nochmal eine Waffe, irgendwas Schönes. Da liegt noch was. So, dich nehmen wir noch mit, dich nehmen wir auch noch mit. Mal eben kurz. Kontakte müssen wir jetzt nicht anrufen, alles klar. Einmal kurz ins Inventar reingehen. Haben wir denn jetzt noch eine bessere? Definitiv, die macht, also die Flinte macht definitiv schon mal mehr Schaden. Wird direkt ausgewählt hier. Definitiv mehr Schaden, mal eben kurz nach Schaden, nach SPS down. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal eben schnell die Pumpe mit. Haben wir denn hier noch eine Waffe? Nahkampf, dann nehmen wir noch eben schnell das Katana mit. Ein Charakter. Vorteilspunkt haben wir auch noch. Wir gehen weiter auf Gewehre, da haben wir das. Verringert die Zeit um 10 Gewehren, Maschinen so 10%. Das finde ich gut. F. Das nehmen wir mit. Und wir wechseln aber mal eben schnell zur Pumpe. Hier gibt es da was zum Mitnehmen. Noch mehr hier. Ja. Alle ausgeflogen. Sind sie alle hin, die Menschen? Die nehmen wir auch noch mit. Alle sind sie weg. Ja, Jackie, dann lass uns mal abhauen. Ab zum Parkhaus. Vergessen? Ne. Komm rein. Schnell, komm. Jackie. Komm her. Wir müssen dich versorgen. So, einmal hier bitte Parkebene. Einmal raus hier. Ich hab einen Leck. Ja, sieht man die auch gar nicht an. Ab ins Parkhaus. Oh oh. Oh oh, nein. Boah, das war knapp. Neu aufstellen und Konzentration. Keine Ahnung, ja, was soll ich machen? Muss ich mich mal heilen hier? Nachladen muss ich auch noch den Lachs. Boah, die machen auch gar keinen Schaden, die Waffen, ne? Ja. Ich wollte nicht die Waffe nehmen, die hier. Was haben wir denn noch an Heil? 29 haben wir noch. Ein bisschen was haben wir noch. Kritisch. Oh oh. Mein Gott, kommt euch mir direkt in die Quere. Dich haben wir schon mal. Da, dich haben wir auch schon mal. So, also eine Pistole ist auch einfach geil, ne? Pistole ist schon einfach genial, ey. Muss man einfach sagen.
Ich wollte gleich mal hier weggehen, das Ding explodiert nämlich gleich. Dich haben wir auch. Haben wir aufgeräumt? Ja. Nehmen schnell mitnehmen. Komm Jake, jetzt rein. Ab ins Auto. Boah, hier liegt aber bestimmt noch richtig geiles Zeug, ey. Oh, ich bin überladen. Zu viel Winter. Ja, egal, rein ins Auto. Komm Jake, ich geh ins Auto. Ich brauche nicht lange, ich bin zu schwer. Rein ins Auto. Dalamain, drück drauf! Willkommen zurück. Mit Dalamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Wenn du nicht gleich losfährst, hagelt's gleich Sorgen. Mein Dalamain. Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. Oh, so eine Scheiße! Dalamain! Gefechtsmodus aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig? Gefechtsmodus? Ich bitte Sie, Freund, Scheiße. Was ein geiles Auto. Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Warum? Warum geben wir nicht einfach auf? Gut, dass ich nur so eine Kackpistole hab, ey. So, dich haben wir doch. Dich haben wir auch. Ja, du bist gleich kaputt, mein Freund. Muss nachladen. Feindliche Lufteinheit eliminiert. Puh. Verringerter Rückstoß müssen. Ja, auf jeden Fall, ey. Jack, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt geh mir nicht hier drauf, Jackie. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper-Doc. Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie? Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan. Tu, was ich dir sage. Schon gut. Wie? Ich hab Jack? Das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Ab jetzt kriegen wir nur noch Premium-Jobs. Hörst du, Jack? Du wirst reich, Karnal. Das spüre ich. Nein, Jackie. Wir werden reich. Du und ich. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Zack. Da habe ich meine Info bekommen. Den Biochip. Jackie. Was ist denn los? Jackie. Nee. Jackie. Nein. Jackie, nein. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Bring ihn einfach nach Hause. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Ein ganz, ganz komischer Moment. Vor allen Dingen irgendwie auch ein ganz, ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen bitter, aber ja, also mega, mega, mega traurig.
Können wir hier noch was mitnehmen? Ne. Wir müssen mal eben kurz unser... Oh, wir sind sogar aufgestiegen. Also wir machen das mal eben voll. Handfeuerwaffen waren wir hier schon. Erhöht den Schaden bei Pistolen und Revolver um 3%. Desperado trifft sich sowieso ganz gut. Wir müssen aber nochmal eben eins zurückgehen. Und zwar die technische Fähigkeit ist auch nicht zu verachten. Shanghai werden automatisch zerlegt. Das machen wir mal. Das nehmen wir mit. Um mal die ganzen Komponenten dann wegzubauen. Weil ich glaube, inventartechnisch sind wir jetzt schon. Einfach voll. Aktion gesperrt. Achso, ich kann das jetzt nicht austauschen. Okay, wir können aber Waffen nochmal wegtun. Also wir sortieren nochmal nach Schaden. So, und dann zerlegen wir den ganzen Kram. Irgendwas Legendäres, aber so haben wir eh nicht dabei. Wir haben noch das Scharfschützengewehr. Das wir auf jeden Fall mitnehmen. Die weißen Sachen können wir auf jeden Fall platt machen. Die ikonische Waffe lassen wir da. Kram braucht keine Sau. So, haben direkt aus. Daraus machen wir direkt Komponenten zerlegen. Weg damit, weg damit. Weg damit. Da nochmal, auch nochmal weiß weg. Müssen später mal eine bessere Waffe holen. Das kann weg. Die kann auch weg. So, wir lassen die ikonische noch da. So, die ikonische ist eh aus. Ne, die ist ausgerüstet. Und die ist aber auch ein bisschen schlechter. Und das Gewehr ist natürlich auch ein bisschen schlechter. Aber wir lassen das zumindest mal so, wie es ist. So, dann sind wir wieder auch ein bisschen fitter. Ja, Jake, ne, tut mir wirklich leid. Sehr, sehr traurige Geschichte. Das nehmen wir auch noch alles mit. Haben wir was vergessen hier? Ach, da ist noch eine Kiste. Und, oder? Ne, was haben wir denn hier? Können wir das aufmachen? Müllcontainer? Ach, da können wir noch jemanden beseitigen. Ah, ich wollte gerade sagen. Da können wir einen Gegner reinlegen, über den ich, der uns nicht findet. Dann lasse ich mal hoch. Wir müssen nach oben. Auch wieder irgendwie eine Kackabsteige hier, ne? Zimmer 204. So, hier liegt noch was rum. Dann Fächer brauchen wir zwar nicht, aber egal. Daraus machen wir dann einfach irgendwelche Junk-Items, Item-Komponenten. Alles frei, wir wollen aber hier hin. Hier liegt auch noch was. Itemherstellung und los geht's. Zimmer 204. Lass mich rein. Erwartet. WNS, N54, selbst die Piraten sind. Ja, ja, mi. Ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Brauchst gar nicht zu gucken, er ist tot. Deine Schuld. Beileid für dich. Und der Relic? Habe ich nicht. Mal eine gute Nachricht. Gute Nachricht? Saburo Arasaka, tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Ich habe gar nichts gemacht. Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein scheiß Assistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen!
Ich hab doch niemanden umgebracht. Das wollen wir nicht. Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Taktisch. Erstmal eine schöne, dicke Zigarette. Ja, taktisch. Dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Ich mach mich sauber. Uff. Einmal Gesicht waschen. Ich sehe ganz schön dreckig aus. Das stimmt. Genau so. Einfach mal ein bisschen Wut rauslassen. Wie? Einfach ein bisschen Wut rauslassen. So. Gesicht ist sauber. Toilette ist dicht. Alles klar. Da, guck mal hier. Das sieht mir hier nicht so sauber aus. Was wollt ihr hier? Was stehst du hier direkt hier neben mir? Ah, ich wusste es. Da wirst du auch noch angegriffen. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Dex, was soll das? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Ah ja. Dein Ernst? Jetzt schießt du mich einfach? Und damit, liebe Leute, ist der Prolog zu Ende. Jetzt geht's rein ins Richtige, Cyberpunk. Hammer, wen sehen wir denn jetzt? Was ist denn hier los? Ist das jemand anders? Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. Oh, jetzt. Siehst du nicht aus? Doch, ich sehe gut aus. Mit Sicherheit. Wir spielen mal einen anderen Charakter. Du kannst nicht drauf. Hey, cool bleiben. Da, ihr seht's schon im Spiegel. Wir spielen einen anderen Charakter. Dürfen wir jetzt mal ein bisschen auf die Bühne gehen hier. Natürlich total zugedröhnt. Überhaupt nicht. Ab ins Mic. Hey, heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Das sieht sehr nach Abschied aus. Erstmal ab auf die Bühne. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Höre. Ein Braindance? Naja. Dann gehen wir weiter. Hallo, wer seid ihr? Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Da müssen wir lang. Einmal raus hier. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Willst du, dass ich aufgebe? Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer eine ängstliche Pussy warst, Carrie. Kriegst noch einen guten Rat von mir. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit, die Zukunft einzuläuten. Ja, Penny, Zukunft. Du bist spät. Ich weiß, aber besser spät als nie, oder? Und damit würde ich sagen, liebe Leute, bevor wir uns jetzt in so eine nächste Mission stürzen und die natürlich mal wieder in den Rahmen sprengt, also
Was ist passiert? Wir haben Jackie verloren. Sehr, sehr traurig. Wir sind zwar entkommen aus dem Arasaka Tower, aber wir haben Jackie verloren. Das ist schon sehr, sehr bitter. Und wir haben quasi den Prolog, der ist jetzt beendet. Und wir befinden uns jetzt an der, ja, an der Schwelle, wo Cyberpunk richtig losgeht. Und wir spielen jetzt gerade Silverhand. Und ich hoffe, wir dürfen jetzt gleich mit ihm noch ein paar coole Aufgaben machen. Und das würde ich aber sagen, schauen wir und erkunden wir beim nächsten Mal. Dann ist diese Folge mal ein paar Minütchen kürzer, was auch nicht ganz so schlimm ist. Ich sage euch auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich natürlich wie immer über ein Abo freuen. Und natürlich auch, wenn ihr die Glocke oben aktiviert, damit ihr dann auch kein Video mehr verpasst für die Zukunft. Wir dürfen uns auf die nächste Folge freuen. Also ich bin wirklich gespannt, was wir da für einen coolen Rundflug machen. Mal gucken, wo es hingeht gleich. Ja, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao, ciao.